Guten Abend, ich bin Juna, Kinderreporterin vom Blauen Faden, einer Sendung von Kinder für Erwachsene auf Baden TV. Und wie es bei Außendrehs bei uns immer so ist, kommt der Wolk 9 auch durch das Studio zu uns. Und damit auch gleich zu meiner ersten Frage an Bernd Gnan, den Geschäftsführer von Baden TV. Bernd, warum engagiert sich Baden TV für die Stiftung Hänsel und Gretel mit der gemeinsamen Sendung Der Blaue Faden? Ja, liebe Juna, es ist so, ganz viele Menschen kapieren die Politik nicht. Ganz viele Menschen kapieren auch diese Vorträge, zum Beispiel von Herrn Wimmer heute nicht. Ich selber saß drin und dachte, mein Gott, wie schaffen wir das, vor allem dir das klarzumachen. Das ist unsere Aufgabe eigentlich. Wir stehen in der Öffentlichkeit mit unserem Sender und wir versuchen, Politik über die Kinder, über diese Sendung Der Blaue Faden greifbar zu machen. Und ich finde, das ist sehr, sehr wichtig und das ist uns mit diesem Projekt sehr gut gelungen. Juna, ich habe auch an dich eine Frage. Warum machst du beim Blauen Faden überhaupt mit? Also ich mache beim Blauen Faden mit, weil ich der Meinung bin, dass Erwachsene sich auch in bestimmten Situationen überlegen sollten, wie wir Kinder das sehen und sich denken sollten, was wir denken und wie wir in bestimmten Situationen handeln sollten. Was kann der Blaue Faden bewirken? Der Blaue Faden könnte bewirken, dass wir Erwachsene vielleicht mehr auf die Kinder hören oder dass wir bisschen uns bewusst machen, dass da auch Kinder groß werden, die mit dem Thema Politik, mit dem Leben, mit dem Älterwerden, mit den Problemen der Menschen, der Erwachsenen sich klar machen. Weißt du, wir Erwachsenen, das ist gar nicht so einfach. Wir schlafen teilweise nachts gar nicht. Ja? Wir haben teilweise Sorgen, obwohl wir die gar nicht haben müssten. Wir streiten, weil wir aus einem ganz blöden Grund. Wir haben ein Burnout. Kennst du sowas? Ja. Also es gibt Sachen, man tut sich teilweise einfach sich gegenseitig im Weg stehen und so, sich absichtlich wehtun und so sagen. Und das könnte sein, dass der blaue Faden, wenigstens nur bei einem Menschen, und da haben wir schon ein Riesenziel erreicht, vielleicht das bewirkt, dass er das am nächsten Tag nicht mehr hat. Wir haben jetzt gleich ein paar Filmchen. Was waren zum Beispiel deine spannendsten Drehs beim Blauen Faden? Also einer der spannendsten Drehs war, fand ich, im Flüchtlingsheim, weil es den Personen dort schon viel schlechter geht als uns, aber sie auf mich trotzdem so glücklich und froh gewirkt haben. Das fand ich sehr schön. Und wir haben ein paar kleine Einblendungen unseres Blauen Fadens dabei. Da müssen wir aber aus dem Bild stehen. Der Blaue Faden. Damit Kinder nicht verloren gehen. Die Sendung für Kinderbewusstsein. Von Kindern für Erwachsene. Und heute Abend gibt die Band Glasperlenspiel hier ein Konzert und wir dürfen hinter die Kulisse schauen. Eine Initiative der Stiftung Hänsel und Gretel auf Baden TV. Das ist eine gute Frage, das ist schwer zu beantworten. Und jederzeit online unter kinderbewusstsein.de. Jetzt haben wir schon einen kleinen Ausschnitt gesehen und wie soll es denn mit dem blauen Faden weitergehen? Ja, wie es dann genau weitergeht, das weiß natürlich unser Produzent Jerome Braun sehr gut, weil ihr habt ja auch schon selber sehr, sehr viele Sachen gemacht, aber die Zukunft des blauen Fadens hängt momentan noch leider ein bisschen am Geld. Wir haben von der LFK eine tolle Förderung bekommen für ein Jahr, das geht noch bis Februar. Wir haben eine Sparkasse dazu bekommen, Gott sei Dank, die auch die Ausstrahlung ein bisschen unterstützt und ein Claim drauf macht, ein bisschen Werbung schaltet. Aber tatsächlich ist es so, wir wissen noch nicht genau, wie lange dieses Projekt noch weiter
wie lange das noch weitergeht. Der Blaue Faden ist eine Sendung der Stiftung Hänsel und Gretel und Baden TV, um Kinderbewusstsein zu fördern. Was ist für dich Kinderbewusstsein, Juna? Was bedeutet das für dich? Also Kinderbewusstsein ist für mich, wie ich auch vorhin schon gesagt habe, dass Erwachsene einfach probieren, in bestimmten Situationen sich zu überlegen, wie Kinder denken und auch handeln würden. Und glaubst du, ihr habt schon bei den Erwachsenen ein bisschen was erreicht? Also ich hoffe es natürlich und ich denke aber, dass diejenigen, die sich unsere Sendung auch anschauen, sich darüber danach Gedanken machen und es ja auch schon ziemlich guter Anfang. Und wir wollen auch schauen, ob wir bei Ihnen was bewirkt haben, oh Gott. Denn wir drehen heute die Rubrik Das letzte Wort haben die Kinder mal andersherum und Sie haben das letzte Wort, aber ich stelle die Fragen. Dreht ihr jetzt echt live oder was? Nase raus, gut. Ich bitte Sie, folgende Sätze zu vervollständigen. Ich war gerne Kind, weil... Ich war gerne Kind, weil ich die besten Spielsachen hatte. Und weil ich mit 7 tollen Geschwistern aufgewachsen bin, ich mit 36 Milchkühe aufgewachsen bin und 2 Schweinchen. Und ich habe so viele schöne Streiche gemacht. Erwachsene sollten häufiger auf Kinder hören, weil? Naja, Kinder schreien, wenn es weh tut. Erwachsene schreien, um weh zu tun. Und ich wäre heute gerne Kind, weil? Ich wäre heute gerne Kind, weil, naja, ich, wie soll ich sagen, ich möchte mich nochmal in diese Welt nochmal versetzen. Es kam mal ein Kind auf mich zu und hat ein behindertes Schwesterchen neben sich. Und wir haben uns unterhalten und dann hat sie mich am Ende des Gesprächs einfach nur gefragt, warum bin ich eigentlich nicht so wie meine Schwester? Und diesen Gedanken haben Erwachsene momentan eigentlich nicht. Okay. Dankeschön.